Okay, da sind wir wieder. Zwischenergebnis haben wir ja hier stehen. Machen wir mal weiter. Oh, ich bin gleich am Zug. Sehr gut. Auweia, die Brücke. Wir müssen etwas näher ran. Okay. Was haben wir denn da? 2, 3. Da machen wir erstmal den normalen Würfel. Reicht auf jeden Fall, um an die Brücke ranzukommen. 5. Brücke ist zerstört, ja, das hat man schon gesehen. Auf der anderen Seite sind Mini-Sternfelder. Ah, stimmt, cool. Das sind sogar recht viele. Und unten Unglückssterne. Oh. Würfelt und versucht, 8 oder mehr zu erreichen. Okay, wir können beide würfeln, sehr gut. Ja, jetzt würfelt erstmal. Die 3. Muss ich eine 5 würfeln? Okay, ich habe 1 bis 10 Würfel. Das macht man. Eine 5, eine 5, eine 5, eine 5. Nein! Verdammt. Geil, verliere ich gleich wieder Sterne. Jetzt einmal nach unten. Gleich 3 Minussterne für mich. Aber ja, wir können immer noch. Und der doch kommt bestimmt auf Minussterne, oder? Ja. 3 wieder abgezogen. So, was müssen wir jetzt würfeln? 1, 2, 3, 4, 5 müssen wir würfeln. Ja, ich glaube, wir nehmen auch wirklich den 1 bis 10er Würfel. Das ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ja, eine 10, sehr gut. Kommen wir ordentlich voran hier. Cool. Glückstreffer, oh geil. Ein Tothaus, okay. Du erhältst die Items, die auf den vor dir gewählten Karten abgebildet sind. Oh Gott, das muss ich mir merken. Oh, na toll. Jetzt habe ich nicht richtig aufgepasst. Okay. Okay, Würfel hätte ich noch haben können. Sind die 3 Mini-Sterne eigentlich okay? Vielleicht ein Würfel und 3er Sterne wäre das Beste gewesen. Okay, damit kann ich leben. Aber Shy Guy hat wieder 5 Sterne vor sich, wenn er Minimum eine 2 würfelt, was er wohl schaffen wird. Ja, gerade so. Hat der ein Glück, ey. Wieder 5 Sterne drauf. Und da kommt wieder ein Würfel. Ja, der ist nicht schlecht. Und noch was. Wieder jeder gegen jeden. Yeah! Gucken, was nimmt er. Flucht vor den Robo-Kopas. Okay. Finde einen Weg, um den Robocopas zu entkommen. Wenn du in einer Sackgasse landest, kriegen sie dich. Ah, das ist nicht. Okay, so labyrinthmäßig oder wie? Halte die Fernbedienung waagerecht, wähle deinen Weg. Ah, okay, wir müssen also mehr oder weniger per Glück entscheiden, oder wie? Also gibt es immer 3 Wege, ja, okay. Sehen wir das? Oder ist das nur Glück? Wir gehen erstmal ganz rüber. Oh, ernsthaft? Geil. Das war jetzt echt ein langes Spiel. Na, verdammt. Kriegt er wieder 5 Sterne. Aber jetzt sind wir wieder dran, oder? Ja, genau. Wenn du 5 oder höher würfelst, landest du auf einem Spielführerfeld. Was bedeutet das denn? Ja. Nehmen wir. Ja, ne, wir nehmen den Würfel. Jo, ne, 1, geil. Was ist denn für ein Feld? Zufall, oh ne. Oh, wobei, ich glaube, das ist alles relativ gut. Was haben wir unten? Nur normale Würfel für Spieler 4 bis 5. 4, 5, 6 Würfel, 1 bis 10 oder klaue einem Mitspieler einen Würfel, ist eigentlich fast egal. Cool. Könnte dem Shy Guy seinen einen Würfel klauen. Und der 4, 5, 6 Würfel ist ja nicht der schlechteste, von daher ist das ja in Ordnung. Der hat eine 2. Oh, wieder gegeneinander. Aber immer jeder gegen jeden, wir müssen echt mal den dritten oder vierten Mitspieler in der nächsten Welt dazu holen, damit die Spiele auch ein bisschen abwechslungsreicher sind.
Öffne die Schatztruhen, indem du die Scheibe drehst, bis sie zu der Markierung an der jeweiligen Truhe passt. Wer zuerst alle drei Truhen öffnet, gewinnt. Okay, mal schnell auf das Bild gucken. Sieht man jetzt nicht so richtig, ja? Na, wir können mal versuchen. Steuerung angucken. Ah, da. Fernbedienung senkrecht. Neige sie in die Richtung des Pfeiles. Ah, okay. Ja, wir können es mal probieren, aber irgendwie mit den Neigungswinkel und so, mit der Bewegung der Fernbedienung komme ich nicht so gut klar. Ich muss das nochmal neu einrichten bei mir. Warte mal, sind wir doch schon vorbei, oder? So. Ah, nein. Oh, das gibt's ja nie. So, jetzt. Okay, jetzt in die andere Richtung. Ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Aber jetzt habe ich den Dreh raus. Dachte ich. Warte, immer schnell rum. Jetzt. Gut. Und wieder in die Richtung. Ja, sehr gut. Okay, kapiert. Wieder 5 Sterne für uns. Und ich bin wieder dran. 2 oder höher. Ja, das werden wir schaffen. Können wir mal. Wir verbraten mal den Würfel hier. Wenn uns eine 2 reicht. Ist ja egal. Ah, die Kanone, okay. Ah, okay, einmal rüber auf die Insel. Spielführer Yoshi, hier gibt es Ministerne. Ja, hören wir uns mal die Regeln an. Ah, okay, die 10 Ministerne am Ende des Weges zu erreichen. Die Ministerne werden von demjenigen eingesammelt, der sie als erst erreicht. Ja, logisch. Der Spielführer bestimmt die Zugreihenfolge. Ja, stimmt, ist ja an sich besser, wenn man zum Schluss dran ist. Deshalb meine ich mal, Shy Guy kann beginnen. Mal sehen, was er würfelt. Eine 6 ist ja schon relativ gut. Schon mal 3 Sterne für den. Okay, was müssen. Na, okay, wir haben eigentlich gar keine Chance auf. Da hinten. Ah, schade, wir können nur den Würfel nehmen. Wenn wir wenig haben, könnten wir auf die Felder da. Gut, immer noch 3 Sterne. Bis zum Ende haben wir es leider nicht geschafft. Da fehlt uns wieder ein Mitspieler. Mit dem dritten oder vierten wäre das natürlich einfacher gewesen. Na, okay, egal. Wieder tauschen. Fast geschafft. Nochmal die Zwischenergebnisse. Ja, noch 14 Sterne. Haben ein bisschen verloren. Ich glaube, bei der Burg hatten wir noch 16 Vorsprung. Aber 16, 14 macht jetzt nicht so den Unterschied. Der hat einen langsamen Würfel, cool. Wie kommt der denn denn? Ach, weil er letzter ist, okay. Ja. Sieht nicht gut aus. Spielführer Shy Guy, ich habe auch ein Geschenk für dich. Wie bekommt der ein Geschenk? Wobei, ich glaube, von dem will ich gar kein Geschenk haben. Oh. Gut. Die wären wohl so oder so gekommen. Und da lieber nicht drauf kommen. Ich hoffe, der geht nach rechts. Wenn das. Nee, Kurt kann nicht auswählen. Wir gehen aber jetzt auf jeden Fall nach rechts. 0 oder 1 Würfel, okay. Oh, noch was. Jeder gegen jeden? Nein, okay. Yoshi. Oh. Ja, wir können mal gucken. Ja, nee, guck mal. Links sind Taufen. Hier Minussterne und dann noch 2 Bosa-Felder. Ich glaube, wir gehen lieber nach rechts. Ja. Aber erstmal würfeln. Und wir nehmen nochmal den normalen Würfel. Juhu, ne 1. Sehr geil, ey. Wobei, wenn wir jetzt nach links gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser Shy Guy da drauf kommt. Okay, ich glaube, dann gehen wir mal lieber nach links.
In der Hoffnung, dass der draufkommt und die Minussterne kassiert. Wir haben noch einen 1 bis 3 Würfel. Und noch was. Jeder gegen jeden. Überraschung. Ja, gibt's wieder 5 Sterne. Für den Gewinner. Oh, wir können wieder. Nee. Verdammt, ich dachte, wir könnten aussuchen. Rankenspiel, okay. Folge den Vorgaben auf dem Bildschirm, um deine Ranke wachsen zu lassen. Je schneller du reagierst, desto höher wächst deine Ranke. Halte die Wii-Verbindung waagerecht, drücke je nach Vorgabe. Ja, okay. Das sollte machbar sein. A, B, 1, 2. Start! Mehrfach drücken, ne? 8 Runden. Nochmal. Ja gut, das sollten wir wohl gewinnen. Okay, letzte Runde, wieder A. Gut, also wenn wir das jetzt nicht gewonnen haben, weiß ich auch nicht. Mal schauen, wie hoch die sind. Ja, okay, meine ist ein kleines Stück höher. Gut. War ja aber eigentlich abzusehen, dass wir gewonnen haben. Okay, jetzt muss der eine 1, 2, 3, Minimum eine 4 würfeln. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Oh, nee! Haben wir jetzt überhaupt eine Chance? Nee, oder? Haben wir keine 5 oder 6? Haben wir 0 Würfel? Nee, na toll. 4, 5 oder 6, also nehme ich den Würfel mal lieber nicht. Den kann ich nehmen, weil wir vermutlich eh durch die Sterne. Ja, durch die Sterne kommen wir so oder so. Na geil. Ja, toll. War nicht so schlau, hätten wir vielleicht doch links lang gehen sollen. Boah. 10 Minussterne. Da war der Vorsprung weg. Oder 5 Sterne Vorsprung. Kommt jetzt. Ich glaube, der kommt auf dem Bowserfeld, oder? Oh, und durch die Sterne, oh Gott. Hier. Schon ist der vorne. So schnell geht's. Aber vielleicht hab ich ja Glück und bekomme dadurch jetzt noch irgendwie Sterne. Ist vielleicht ganz gut, dass der jetzt führt. Revolution, die Hälfte deiner Sterne weg, verkehrte Welt. Gibt den letzten Platz 5 Sterne. Oh, nee, was? Siehst du, sehr gut. Sind wir wieder vorne. Gut, gut, gut. Glück gehabt. Solange wir jetzt nicht auch noch drauf kommen. Ach nee, können wir gar nicht. Gut. Siehst du? Schon immer wieder. So, fast geschafft. Ah, okay. Zusammenarbeiten, um den Schergen zu besiegen, ist klar. Warum arbeiten wir eigentlich zusammen, wenn dieser Shy Guy eh für Bowser spielt? Nun ja. Eine 6 bräuchten wir, um ganz hinten anzukommen. Die 4 dürfen wir nicht würfeln. Wir nehmen aber einfach mal den Würfel. In der Hoffnung, dass keine 4 wird. Ja, sehr gut. Das sollte eigentlich reichen, um... Oh, nochmal 10 Sterne drauf. Um das Ganze zu beenden. Ja, genau. Jetzt der ultimative Bosskampf. Seid ihr auch schon da? Ich werde niemals zulassen, dass ihr meine kostbaren Ministerne klaut. Mein wütender Scherge-Wickler wird euch alle besiegen. Vermutlich nicht, aber okay. Ah, das Bild ist geil.
Okay, greife Wickler mit Stampfattacken an, um ihm Schaden zuzufügen. Lila, okay, Lila bringt einen Punkt und Rot drei. Ja, mit dem Kreuz bewegen, zwei zum Springen und nochmal zwei für die Stampfattacke, okay. Also mit Kreuz bewegen und dann zweimal zwei. Da kommt er schon an. Okay, also am besten das rote Feld da hinten treffen. Aber die anderen natürlich auch. Ja, jetzt haben wir das rote auch einmal. Okay, einen haben wir wieder verloren wegen den Pflanzen hier. Aber trotzdem, 4 zu 1 ist ja noch ganz gut. Stellen wir uns gleich hin, wo er rauskommt. Gleich das rote wieder. Ja. Da noch ein paar Mal drauf, ja. Das rote nochmal. Ah. Da war uns der Typ im Weg. Jetzt wird er böse. Ah, gleich viel schneller. Gucken, wo er rauskommt. Hier drüben. Okay, das heißt, jetzt sind wir schon weg. Okay, wir führen auf jeden Fall auf. Mal gut, wo kommt er raus? Ja. So. Wieder einen verloren, aber ist nicht schlimm. Hier drüben wieder. Gleich ist er weg. Da hinten ist der rote. Ah, verdammt. Ah, okay, jetzt. Jetzt sollten wir ihn aber besiegen. Oh, voll gegen die Pflanze. Komm, komm. Nein. Okay, jetzt aber. Stimmt, nur noch einmal treffen. Ja. Siegtreffer. Weg ist er. So, 24 zu 6. Das Spiel haben wir auch eindeutig gewonnen. Sterne. Okay, das ordentlich. Und nochmal Spielführerbonus. Nochmal 8 drauf, klar. Haut drauf. Vielen Dank, ja, bitte. Ah, jetzt kommt das Ergebnis. Der Spieler, der die meisten Ministerne gesammelt hat, gewinnt, ja, ist logisch. Ach ja, jetzt kommen noch die Bonussterne, stimmt. Der mit der die meisten Minispiele gewonnen hat, oder? Ja, genau. Ja, bin bestimmt ich. Müsste gegangen sein. Ja, genau. Minus da. Ja, das ist bestimmt. Der Shy Guy, der hat ja schon alleine von Bowser von die Hälfte abgezogen bekommen. Nee, doch ich. Ah, okay, nur meinetwegen. Würf ist da. Der die meisten Spezialwürfe verwendet hat. Na, bin ich mir nicht sicher. Könnte auch ich sein, kann aber auch Shy Guy sein. Schon wieder ich, ja. Meinetwegen. Wer könnte jetzt gewonnen haben? Wird auf jeden Fall ganz eng. Mal schauen. Bin mir echt nicht sicher. Wow, mit 88 Ministernen. Hey. Gleich mal gucken, wie viel Vorsprung wir denn hatten. Genau. Ja, gerettet. Glückwunsch. Ja, genau, jetzt war der die nächste Welt mit Ministern auf uns, aber erstmal. Okay, 88 zu 26. Hätten wir auch verlieren können. Okay, Grafik können wir noch anschauen. Ja, wir waren eigentlich immer vorne. Außer kurz vor der Burg, da war Shy Guy mal ganz kurz vorne. Auch hier die Kurve, eigentlich eindeutig. Ministerne, ja. Felder, Würfel. Ja, stimmt, wir hatten die meisten Spezialwürfe. 1, 2, 3, 4 und der 2. Okay, wie viel habe ich gesammelt? 88, ja, hey. Okay, da sehen wir schon die anderen Karten.
6 Stück gibt es anscheinend. Die nächste wird Bombenfabrik. Okay, na. Dann beenden wir erstmal die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Welt wieder. Ciao.